Herzliches Willkommen. Wir sind bei Freitag, 17. Juni 2022. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Feiertag, konntet das genießen. Vielleicht habt ihr ja auch einen Brückentag. Wir haben heute weiterhin die Sonne in den Zwillingen, auch Merkur in den Zwillingen. Das ist natürlich großartig für Kommunikation, Kontakte pflegen, Kontakte nutzen oder wieder aufleben lassen. Der Mond befindet sich weiterhin im Wassermann. Da ist der Freiheitsgedanke, der Kollektivgedanke dabei, dass es allen gut geht, dass alle miteinander, ich sag mal, kooperieren. Das ist sehr schön, man soll es nur nicht übertreiben. Und mit Wassermann-Mond kann man eben auch, ich sag mal, so großartige Ideen haben, denen die anderen vielleicht gar nicht mehr so folgen können. Deswegen habt Geduld, geht das langsam an, überfordert eure Mitmenschen vielleicht nicht mit euren großartigen Ideen und forscht immer nach, ob das auch realistisch ist. Ja, wir haben weiterhin natürlich Saturn rückläufig und Pluto rückläufig und da muss man trotzdem eben auch so ein bisschen bei der Stange bleiben, bei dem, was machbar und möglich ist. Schauen wir uns das jetzt in den einzelnen Sternzeichen an. Herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind bei Freitag, 17. Juni 2022 und ich hoffe, du hattest einen schönen Feiertag. Wir haben natürlich die Sonne weiterhin in den Zwillingen, den Mond haben wir im Wassermann. Da haben wir eine Energie, freiheitsliebend, unabhängig, selbstverwirklichend. Und mit Jupiter und Mars im Widder kann das ganz schön eigenwillig machen. Aber da muss man eben eine gesunde Mitte finden. Schauen wir mal, was wir für den Widder am heutigen Freitag haben. Unzufriedenheit, okay. Wir haben das Gericht, die Sache nach Sachlage beurteilen, was ist Fakt? Und König der Kelche. Das ist Selbstfürsorge, denke ich mal. Du verfolgst natürlich deine Ziele, aber du möchtest ja auch zufrieden sein dabei. Also du möchtest ja auch, dass das harmonisch verläuft oder dass die Leute mitmachen, wie auch immer das bei dir geartet ist. Es ist wichtig, dass du dir bewusst machst, worauf es dir besonders ankommt. Der König der Kelche ist fürsorglich, liebevoll, entgegenkommt, aber eben hat seine eigenen Ziele oder seinen eigenen Kopf. Und deswegen muss man natürlich darauf achten, dass man, ich sag mal, nicht zu krass eigenwillig reagiert. Wir haben die Neun der Schwerter, Gespräche helfen, damit sie sich miteinander unterhalten, auch mal zuzuhören, wo die Sorgen und Nöte der anderen liegen, sollte dabei nicht zu kurz kommen. Also auf jeden Fall offen sein, entgegenkommt, herzlich, wenn es geht, ja, und eben nicht zu stur nach Schema F und nach eigenen Belangen. Das macht nämlich unzufrieden, gerade dann, wenn eben die anderen nicht mitmachen, weil sie keine Lust haben, sich nur nach dir zu richten. Ja, das kommt vielleicht so rüber, ist vielleicht von dir gar nicht so gemeint, aber so ein bisschen Achtsamkeit kann da nichts schaden oder auch Gespräche. Das Gericht ist ja das, wie es wirklich gemeint ist, wie es wirklich gedacht ist. Und das ist heute ein Thema und damit solltest du dich heute beschäftigen. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind heute bei Freitag, 17. Juni 2022. Die Sonne in den Zwillingen, der Mond im Wassermann. Zwillinge-Sonne bedeutet viel Kommunikation, gute Gespräche, kann auch sehr angenehm sein. Es kann auch manchmal zu viel werden. Mit dem Wassermann im Mond bedeutet das nämlich, dass man eben auch so ein bisschen freiheitsliebend ist, expandieren möchte oder gute Ideen anbringen möchte. Das kann gut gelingen, wenn man nicht zu eigenwillig rüberkommt. Ja? Also, dass du als Stier eben nicht nur die Aspekte aus deiner Sicht siehst, sondern dich auch offen zeigst für andere Belange, also für die Belange der Mitmenschen. Das wäre ganz gut. Schauen wir uns an, was wir heute in den Karten haben für den Stier allgemein. Eigenliebe ist wichtig, ja, dass man mit sich zurechtkommt, in seiner inneren Mitte ist, sich auch gedanklich, sage ich mal, liebevoll mit sich selbst beschäftigt. Das Rad des Schicksals läuft im Hintergrund, das ist sehr schön. Das bedeutet, im Hintergrund läuft das auch positiv für dich. Manifestation bedeutet eben die guten Ideen, die man hat, eben auch in die Tat umsetzen. Dazu gehört natürlich Eigenliebe, dass man eben auch, ja, ich sag mal, nicht überkritisch ist, was die eigene Person betrifft. Und mit dem Rad des Schicksals sind die Entwicklungen auch entsprechend positiv oder die Rückmeldungen, wenn du dich dann auch so zeigst in deiner inneren Mitte. Du bist ja ein verträglicher Zeitgenosse. Mit dem Magier kannst du Ideen umsetzen und wir haben die Liebenden.
Das, was du besonders schätzt oder liebst oder wofür du brennst oder das, was dir am Herzen liegt, das solltest du heute mitteilen, zeigen, vielleicht auch verbal, dass du den Leuten sagst, Leute, das finde ich so gut und das würde ich euch gerne mal vorschlagen, können wir das nicht so oder so machen, ist jetzt nur ein Beispiel, ja. Der Magier ist ja, das bleibt nicht nur im Kopf, das wird auch umgesetzt. Und deswegen sehr viel Liebe dabei mit den Liebenden, kann natürlich auch in Beziehungen sein, ob jetzt privat oder beruflich, dass man da eben sehr viel Sensitivität mit reinbringt, ja. Und vielleicht kommt es ja sogar auch allen zugute. Also diese Überlegungen sind heute da, sehr positiv, sehr auch fördernd für die Karriere, aber auch im Privatleben. Hab einen schönen Tag und bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind heute bei Freitag, 17. Juni 2022. Sonne im eigenen Zeichen. Das ist großartig. Tolle Gespräche. Bloß nicht zu viel auf einmal, wollen sich nicht überschätzen, wie immer. Der Mond ist im Wassermann und damit denkt man auch ein bisschen globaler für alle anderen mit. Also ist auch offen für die Ideen anderer oder lässt sich inspirieren, auch gut. Aber man sollte eben auf die Dinge beharren, die man auch, ich sag mal, erledigen muss, die Pflichten sozusagen, ne? Und ich denke mal, dass du das gut hinbekommst. Schauen wir uns das an in den Karten für den heutigen Freitag. Das Abwägen der Prioritäten, was ist heute wichtig, was kann vielleicht liegen bleiben, später gemacht werden. Entgegenkommen, Freundlichkeit, Höflichkeit, Miteinander. Bauchgefühl, sehr schön, Intuition, deine Intuition leitet dich und das ist eben auch, denke ich mal, das Gemeinschaftliche, was aus dem Mond im Wassermann hervorkommt. Der ist zwar manchmal nicht so gefühlsmäßig offen, also dass er jetzt Gefühle an den Tag legt oder zeigt, aber du spürst, was gut ist oder welche Priorität jetzt am besten wäre und da haben wir die 9 der Kelche, Wunscherfüllung. Das, was du heute priorisierst oder was du als wichtig erachtest, ist auch etwas, was dir persönlich gefällt, was du gerne machst oder wo du gut drin bist oder was dir am Herzen liegt einfach, wo du sagst, das möchte ich einfach machen und ich fühle mich gut dabei. Sich gut fühlen ist schon mal eine gute Voraussetzung, erfolgreich zu sein, adäquat zu arbeiten auch und eben durch die Prioritäten zu sagen, ich kümmere mich auch um Unangenehmes, ja. Aber ich tue es mit Freude und ich tue es deshalb, weil mein Bauchgefühl mir sagt, das ist jetzt wichtig, das muss erledigt werden und dann komme ich auch weiter. Parallel ist das natürlich auch Gefühl, jemandem auch entgegenkommen zu zeigen, freundlich entgegenzutreten und vielleicht ein offenes Ohr zu leihen oder eben auch einfach zu sagen, Mensch, du siehst aber heute gut aus oder irgendwas Schönes. Du merkst, wenn jemand das vielleicht auch braucht von dir, ja. Also ich denke, alles in allem kommst du sehr gut voran und fühlst dich noch gut dabei. Hab also einen angenehmen Tag und ich sage bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind bei Freitag, 17. Juni 2022. Die Sonne ist weiterhin in den Zwillingen. Das fördert die Kommunikation, auch die Vielseitigkeit, vielleicht auch Kreativität, gute Ideen. Da kommt noch der Mond im Wassermann dazu. Der ist auch immer seinerzeit vorausgedanklich. Und andererseits ist man eben auch so ein bisschen für die Gemeinschaft gestimmt. Man möchte, dass es allen gut geht. Und du als Krebs bist ja eh fürsorglich, liebevoll. Und deswegen ist es auch gut, wenn du dich da so ein bisschen auf die Gemeinschaft so ein bisschen einlässt oder für die Gruppe denkst. Was haben wir für den Krebs? Das Ass der Münzen. Das ist ein Neubeginn in Stabilität und Sicherheit. Und ich denke auch, das, was du heute umsetzen kannst oder in Gang setzen kannst, ist sehr fruchtbar. Zurückhaltung haben wir 2 der Schwerter und die 3 der Stäbe. Also du hast schon eine Tendenz, irgendwie vorsichtig vorzugehen, also nicht zu viel zu erzählen, nicht zu viel zu sagen, aber die Weichen zu stellen für Dinge, die in der Zukunft liegen. Und das sehe ich hier mit dem Ass der Münzen, ja. Die Zurückhaltung kann bedeuten, dass du noch keine klare oder konkrete Entscheidung getroffen hast, aber du tastest dich da dran. Du hast Ideen vielleicht auch oder du hast vielleicht auch Vorhaben, die jetzt noch nicht umsetzbar sind, aber in naher Zukunft. Du wartest auf den richtigen Zeitpunkt. Da haben wir den Magier, Manifestation. Ich glaube, dass du heute einen guten Schritt weiterkommst, wenn jetzt auch kein Riesenschritt, aber dass du etwas auf den Weg bringst, ja, zurückhaltend, aber eben auch mit Strategie und dadurch natürlich Dinge umsetzen kannst, die in der Zukunft wahrscheinlich erst
realisierbar sind. Aber den ersten Schritt, den wirst du heute gehen oder den wirst du heute in Gang setzen. Vielleicht mit jemandem kurz darüber sprechen, noch keine Entscheidung treffen. Es kann auch ein Angebot an dich sein, wo du erstmal schaust und erstmal dich genau informierst und so. Also der erste Schritt in eine Richtung, die von Vorteil ist für dich, hast du gemacht. Finde ich sehr schön. Freu dich drauf und da kommt noch mehr. Einen schönen Tag und bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind bei Freitag, 17. Juni 2022. Sonne in den Zwillingen, Mond im Wassermann. Beides Luftenergie. Zwilling ist manchmal, wie gesagt, sehr viel Kommunikation, kann auch Stress bedeuten. Mond im Wassermann bedeutet, dass man viele gute Ideen hat, an die Gemeinschaft denkt, also an die Gruppe, Familie oder eben auch Kollegen. Ja, so ein bisschen fürs Team mitdenkt und möchte, dass es allen gut geht oder dass man einen Konsens findet. Es ist eine klare sachliche Energie, aber ich denke, dass man da auch gute Gespräche führen und Erkenntnisse gewinnen kann. Du hast ja auch mit Jupiter und Mars im Widder eine tolle Energie, voranzukommen. Schauen wir uns das mal an für den Löwen heute. Neun der Stäbe, da ist man ausgepowert. Das Ass der Münzen, Stabilität und Sicherheit und der Herrscher. Das besagt, dass du eben auch möglicherweise Dinge delegieren, weitergeben solltest, langsam machen solltest, vielleicht auch Neues in Angriff nehmen möchtest, aber du brauchst erst Ruhe. Die Neun der Stäbe ist, du bleibst dran, aber du machst ein bisschen langsamer. Also du hältst den Ball ein bisschen flach, ne? Du hast Verantwortung, trägst Verantwortung für dich und vielleicht auch für andere Sachen. Und vielleicht bringst du auch, ich sage jetzt mal als Angestellter oder Angestellte, eben eine Idee an den Chef heran, wo du eben nur mal eine Andeutung machst. Das sind kleine Schritte. Wir haben die Sieben der Kelche. Hohe, vielleicht zu hohe Erwartungen an sich selbst und oder andere. Sieben der Kelche kann auch ja, eine Vorstellung sein, die nicht realisierbar ist. Deswegen finde ich das Ass der Münzen gut, denn es geht darum, auf dem Teppich zu bleiben und die Dinge eben realistisch zu prüfen bzw. für die Realität umsetzbar zu machen. Kann bedeuten, dass du entweder zu hochfliegende Pläne hast, die jetzt nicht durchführbar sind, oder dass du eben von deinem Chef angesprochen wirst und du den wieder auf den Boden der Tatsachen holst. Das kann bisweilen recht anstrengend sein, ja, aber ich würde sagen, immer schön langsam machen. Ich denke, die Ideen sind gut. Man soll sich für eine Sache entscheiden, nicht zu viele Baustellen aufmachen. Das ist wichtig. Das, was du, ich sag mal, mit Realitätssinn verfolgst, das wird auch Erfolg haben. Viel Erfolg wünsche ich dir und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind heute bei Freitag, 17. Juni 2022. Sonne befindet sich in den Zwillingen. Der Mond im Wassermann. Beides Luftenergie könnte klare sachliche Auseinandersetzung mit Dingen bedeuten, also dass man darüber spricht, klar und sachlich, dass man neue Ideen verfolgt, sich inspirieren lässt oder Diskussionen führt. Mit lebhaften Diskussionen kann man rechnen, durchaus. Dass es aber um die Gemeinschaft geht, nicht um eine einzelne Person. Das ist gar nicht so schlecht. Wir schauen uns an, was wir für die Jungfrau am heutigen Freitag so haben, allgemein. Der Hierophant, wichtige Verbindungen. Königin der Stäbe, Optimismus, Feuerenergie, Temperament, Leidenschaft. Man bleibt dran, man krempelt die Ärmel hoch und das wird auch erfolgreich. Also es geht, wie gesagt, um Beziehungen zu dir selbst, zu anderen, zu der Firma, zu den Kollegen, wie auch immer. Und man geht da optimistisch ran. Wie man da so sieht, ist das alles sehr, sehr positiv. Es birgt Früchte in sich und mit der Mäßigkeit der Schütze-Energie Dinge zusammenbringen. Ja, Dinge, die vorher vielleicht unvereinbar waren, Kompromisse finden, vielleicht auch andere Wege gehen, ja, sodass man sich so ein bisschen auf ein gesundes Maß einigt. Das heißt auch, dass du durch diese positive Energie mit den anderen zusammen eben auch eine Zufriedenheit bekommst, ja, in ein Zufriedensein mit dem, was man heute so umsetzen kann, was man heute erreichen kann. Wie gesagt, es kann in Beziehungen sein, es kann bedeuten, dass man optimistischer wird durch auch das Miteinander und dass die Dinge Früchte tragen. Das bedeutet auch, dass in der Zukunft das ein oder andere besser funktioniert und man deshalb auch selbst zufriedener und entspannter wird. Auch das ist nicht schlecht, auch für dich, liebe Jungfrau.
positive Entwicklungen sorgen dafür, dass du eben auch entspannter an neue Aspekte, neue Projekte oder so rangehen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind bei Freitag, 17. Juni 2022. Wir haben die Sonne in den Zwillingen, den Mond im Wassermann und du bist auch Luftenergie. Das heißt, wunderbare Gespräche, neue Ideen, aufeinander zugehen für die Gemeinschaft, vielleicht gemeinsam Ideen auch, ich sage jetzt mal, präsentieren, vorstellen, sich auf etwas einigen, diskutieren. Also ich denke, es ist eine sehr, sehr, ja, gesprächsintensive Atmosphäre, wo man sich miteinander austauscht und eben nicht nur auf das Wohlergehen eines Einzelnen achtet, sondern auf die Gemeinschaft. Was haben wir für die Waage? Veränderung, Transformation, 3 der Schwerter, Kränkung, Enttäuschung und der Turm. Ich denke mal, dass die Veränderung vielleicht bisher schon einiges an Enttäuschung oder, ich sag mal, schlechte Laune gebracht hat, die wird heute beseitigt. Also zumindest ein Teil, vielleicht nicht alles. Die Veränderung hat das ein oder andere schwer gemacht oder verkompliziert und man muss erstmal darauf eingehen. Und jetzt wird der Weg langsam frei. Das, was eben hinderlich war, vielleicht auch in Gesprächen, wird beiseite geräumt. Wir haben die Hohe Priesterin. Das bedeutet intuitives, ja, ich sag mal, Lösungssuche. Ja? Man geht da mit dem Bauchgefühl ran, nicht nur mit dem Intellekt, obwohl wir sehr viel Luftenergie heute haben, aber die Intuition ist sehr wichtig. Dein Bauchgefühl sagt dir vielleicht heute genau, woran es hapert oder was fehlt. Ja, und du kannst das vielleicht benennen und machst damit den Weg frei, die Dinge zu vereinfachen, zu verbessern oder miteinander auch über, ich sag mal, kritische Dinge zu sprechen, darauf einzugehen, ja, offener zu sein auch, darüber sprechen zu können überhaupt. Also ich denke mal, dass die Veränderung in der Vergangenheit jetzt gerade in der jüngeren Vergangenheit dafür gesorgt hat, dass der ein oder andere ziemlich missmutig dabei war und jetzt kommt eben Schwung in die Sache, da kommt so ein bisschen Optimismus rein. Finde ich nicht schlecht, solltest du nutzen heute, hör auf dein Bauchgefühl und stell dich so ein bisschen auf diese Veränderungen, ja, neu ein. Viel Erfolg und bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind heute bei Freitag, 17. Juni 2022. Die Sonne in den Zwillingen, der Mond im Wassermann, Luftenergie, Gespräche, Diskussionen, manchmal auch ein bisschen chaotisch, kann auch in Stress ausarten, wenn man nicht aufpasst. Ja, du als Wasserzeichen verträgst das ja nicht so gut, aber du kannst dich selbstverständlich auch mit Herz in Diskussionen einbringen, ganz klar. Wir schauen mal, was wir am heutigen Freitag für den Skorpion so haben, worauf es ankommt oder worauf du hingewiesen wirst. 2 der Kelche sich auf Augenhöhe begegnen, also Gespräche auf Augenhöhe suchen. Veränderungen, ja, und der König der Münzen. Also ich denke mal, dass du Sicherheit und Stabilität dadurch gewinnst, dass du dich mit jemandem besprichst, zuhörst, vielleicht aussöhnst, je nachdem. Und dann eben durch diese Veränderung im Gespräch miteinander Sicherheit und Stabilität gewinnst und auch dankbar bist für den Freund, die Freundin oder die Person, die du hast, umgekehrt natürlich genauso, dass man dankbar ist und dass man da nicht mehr loslässt. Wir haben den König der Schwerter, das ist der Fachmann, derjenige, der den richtigen Rat gibt, derjenige, der mit Klarheit eben auch darauf hinweist, wie man die Veränderung vielleicht so bewerkstelligen kann, dass alle Seiten zufrieden sind und dass man sich klar darüber ist, dass das vielleicht eben ja etwas sehr Sachliches ist zum Beispiel. Ja? Du bist ja sehr gefühlvoll und 2 der Kelche ist auch sehr gefühlvoll. Die Veränderung ist vielleicht nicht immer leicht und man muss sich da auch erstmal einfinden und das sollte einem zum Beispiel auch klar sein. Vielleicht sorgt jemand dafür, dass die Dinge klarer werden, dass sie klar erklärt werden. Das kann auch Lernen sein, ja, dass dir jemand etwas beibringt, erklärt, mitteilt, dafür sorgt, dass du besser damit umgehen kannst und dich sicherer fühlst. Auch das ist möglich. Lass dich ruhig darauf ein und Gespräche auf Augenhöhe können auf jeden Fall nicht schaden, sondern sind sehr hilfreich dabei, zusätzliches Wissen auch aufzunehmen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Ein
herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind heute bei Freitag, 17. Juni 2022. Die Sonne befindet sich in den Zwillingen. Da bist du dabei bei Gesprächen, bei Diskussionen, bei Austausch. Verzetteln solltest du dich natürlich nicht. Der Mond befindet sich im Wassermann, auch Luftenergie, ist aber mehr so die Gemeinschaft, das Kollektiv, dass alle zufrieden sind, dass alle damit zurechtkommen, je nachdem, um was es geht. Es ist auch die Ideenschmiede beim Mond im Wassermann, wie man zum Beispiel was lösen kann, besser machen kann, wie man die Dinge besser angehen kann oder wie man besser miteinander sprechen kann über gewisse Dinge. All das ist möglich. Wir schauen uns das allgemein für den Schützen in den Karten an. 10 der Stäbe, da gibt es noch ein paar Dinge zu erledigen. 5 der Kelche, da hat er sich schon rumgedreht. Mit den 2 der Kelche, es kommt besser, wenn man sich darüber unterhalten kann, als dass man eben ja, Dinge nachträgt. 5 der Stäbe ist der Wettbewerb, vielleicht die innere Unruhe, ob man das schafft, ob man damit klarkommt, vielleicht auch, wie man die Dinge sieht. Ja? Hier hast du ja schon fast alles geschafft. 5 der Kelche ist noch so ein bisschen Bedauern, man ist vielleicht ein bisschen geknickt, deprimiert. 5 der Stäbe ist vielleicht auch, ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe, ob ich das hinbekomme. Mit dem Turm wird aber auch diese Unsicherheit heute beseitigt. Ja? Das geht nicht so hoppladidopp, das geht so im Laufe des Tages. Also man ist sich seiner Verpflichtung bewusst, man will die auch hinter sich bringen. Man ist vielleicht so ein bisschen, wie gesagt, geknickt, dass nicht alles so optimal funktioniert hat. Man fühlt sich vielleicht auch so ein bisschen mental ausgepowert. Vielleicht hat Neptun da seine Finger im Spiel. 5 der Stäbe kann der Wettbewerb sein. Es kann aber auch sein, dass man sich selbst auch so ein bisschen motiviert, so in den Wettbewerb wieder einzusteigen, zu sagen, so jetzt aber, ne, ich will das aber. Und mit dem Turm bekommt man diesen Wettbewerbsgedanken langsam aus dem Kopf und sorgt dafür, dass man so ein bisschen wieder näher bei sich ist und dass man die Dinge einfach erledigt, wie sie kommen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind bei Freitag, 17. Juni 2022. Sonne befindet sich in den Zwillingen, Mond befindet sich im Wassermann. Sehr viel Kommunikation, neue Ideen, neue Impulse, kollektiv vielleicht auch in der Gemeinschaft, dass man an etwas arbeitet, darüber spricht, im Meeting präsentiert, weitergibt. Je nachdem, das ist bei jedem anders. Es kann bedeuten, dass man eben neue Lösungsansätze findet, gemeinsam. Und dass man darüber eben heute spricht. Schauen wir uns an, was wir für den Steinbock am heutigen Freitag so haben. Da ist der Eremit, die Jungfraukarte. Man geht in sich. Wo will ich eigentlich hin? Was kann ich? Wo habe ich Schwächen? Und wo ist das Licht am Ende des Tunnels? Wie komme ich dorthin? Da sind die Informationen, die du vielleicht bekommst oder die auch holst, je nachdem. Und da haben wir die Entspannung. Dadurch, dass du die richtigen Informationen bekommst, die dir bei deinen Vorhaben helfen oder bei deinen Erkenntnissen hilfreich sind, bist du recht entspannt. Und dann haben wir Nostalgie. Nostalgie ist die Vergangenheit, das, was war. Ich weiß, du bist sehr konform mit den Dingen, die schon immer so waren, mit Regeln, mit Dingen, die dir Sicherheit vermitteln. Und vielleicht geht es auch darum, darüber zu sprechen, dass man das aufrechterhält, was sich bewährt hat. Das kann in Beziehung sein, das kann im Job sein, ja, dass man auf Dinge zurückgreifen kann. Das können auch Freunde sein oder Kollegen, die man schon lange kennt, die einen guten Rat für einen haben, die dafür sorgen, dass man sich beruhigt zurücklehnen kann und sagen kann, das kriegen wir hin. Ja, wo man sich gut kennt, die 6 der Kelche kann auch für lang schon bestehende Verbindungen stehen, die man hat. Und mit der Entspannung sehe ich das eben auch sehr gelassen. Es kann aber auch sein, dass du eben auch genießt, privat so ein bisschen Entspannung zu finden, nachdem du dir über Dinge Gedanken gemacht hast. Und vielleicht sind die Impulse, die von außen im Privaten kommen, noch viel wertvoller als das, was so in Meetings besprochen wurde. Vielleicht, dass du da auch ein paar Impulse mitnehmen kannst. Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Tag und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, lieber Wassermann. Wir sind heute bei Freitag, 17. Juni 2022. Sonne in den Zwillingen, Mond im Wassermann. Da haben wir ganz viel Luftenergie, sehr viele Ideen, sehr viele Gespräche, Austausch, kann auch per E-Mail sein oder per Telefon,
Ja, man diskutiert vielleicht, man findet neue Ideen. Du hast viele Ideen, die du dazu beitragen kannst, wo du eben auch die Dinge umsetzen möchtest oder wo du das zumindest vorschlagen kannst. Ja, also mit den Zwillingen Sonne kannst du natürlich versuchen, da was umzusetzen, aber du solltest nicht zu viele Baustellen aufmachen. Das ist wichtig. Was haben wir für den Wassermann? Unzufriedenheit, okay. Wir haben die Sechs der Münzen, ausgewogenes Geben und Nehmen und die Sonne. Das heißt, das, was du als unfair empfunden hast, kommt jetzt besser rüber. Also ich denke mal, dass du Einigkeit findest mit anderen im Austausch, wie man was regeln könnte, wer was übernimmt zum Beispiel, wer verantwortlich ist, ja, dass keiner zu viel macht und keiner zu wenig macht, ja. Gefühlsmäßig, ja, gute Stimmung herrscht hier auf jeden Fall und wir haben den Herrscher. Der Herrscher ist einmal die Verantwortung. Du bist selber verantwortlich für dein Wohlbefinden, für deine Laune natürlich auch. Ja, wie du an die Dinge herangehst, mit Optimismus, mit Strahlkraft, mit Sonnenenergie, Sonne in den Zwillingen, ja. Kommunikativ, vielleicht teilst du anderen auch mit, freundlich und nett, ne, dass dir das wichtig ist. Du sorgst für Ausgewogenheit. Der Herrscher kann aber natürlich auch ein Vorgesetzter sein, der wohlgesinnt ist oder mit dem du dich gerade gut verstehst, wo du Ausgewogenheit herstellen kannst, wo du vielleicht auch über deine, naja, sagen wir mal, Momente sprichst, wo du unzufrieden warst. Kann auch, wie gesagt, jemand sein, von dem du viel hältst, jemand, der ein Mentor ist für dich, jemand, der dir am Herzen liegt und der mit dir eben auch Dinge besprechen kann oder dem du vertraust. Also ich denke mal, es ist eine positive Entwicklung von der Unzufriedenheit zur Sonne und das solltest du genießen. Dabei wünsche ich dir viel Spaß und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind bei Freitag, 17. Juni 2022. Sonne in den Zwillingen, Mond im Wassermann, sehr viel Luftenergie, Klarheit, Sachlichkeit, Fachlichkeit, vielleicht auch ein bisschen viel Kommunikation, viele Gespräche, Stress könnte sein. Also lass dich davon nicht durcheinander bringen. Es geht auch um die Gemeinschaft, das Kollektiv mit dem Mond im Wassermann. Da schaut man nämlich, wie man als Team fungiert oder wie man als Familie fungiert, dass man eben gleichberechtigt ist oder die anderen auch nicht zu kurz kommen. Was haben wir jetzt für die Fische am heutigen Freitag? Entspannung, das ist gut. Gespräche, gute Gespräche, Geduld miteinander, dass man eben auch ja nichts übereilt. Vier der Stäbe, Hausheim, Familie, kann auch die Firma sein, ja. Man ist entspannt, man geht seinen Routinenarbeiten nach. Der Ritter der Münzen ist der Erfolgsgarant, also je geduldiger du bist, desto besser wird es. Und wir haben die Acht der Schwerter. Du bekommst Unterstützung bei Fragen, die dich beschäftigen und wo du nicht so wirklich eine Lösung parat hast. Also ich könnte mir vorstellen, es geht darum, Dinge zu besprechen, wie man was verbessern, wie man was verändern kann. Das ist durchaus möglich. Hier hat einer von beiden oder von mehreren eben auch so ein bisschen das Hamsterrad, durchgefahren und braucht ein bisschen einen Hinweis darauf, wie man da aussteigen kann oder wie man es besser lösen kann. Vielleicht ist auch so ein bisschen Eigensinnigkeit der Fall. Da brauchst du wiederum Geduld, wenn jemand anderer sehr eigensinnig ist. Und wichtig ist, dass du entspannt und mit viel Geduld an die Dinge herangehst, die da möglicherweise, ich sag mal, entknotet werden müssen. Ja, da brauchst du ein bisschen Zeit, da brauchst du ein bisschen Geduld. Und natürlich sollte es dir am Herzen liegen, also nicht bei jemandem, mit dem du nichts zu tun hast. Entspannung ist gut. Und man kann möglicherweise in Gesprächen eine Lösung finden, zumindest schon mal ansatzweise. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen.